Jetzt kommen wir zu etwas, was viele Menschen verwundert hat, meine Damen und Herren. Xavier Naidoo hat diese Botschaft hier veröffentlicht. Servus, ihr Lieben. Ich melde mich heute bei euch, weil ich zu etwas Stellung beziehen möchte. Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus sind mit meinen Werten nicht vereinbar. Hierfür entschuldige ich mich und bitte euch um Verzeihung. Peace, one love, euer Xavier. Ja, vorher sah es so bei ihm aus. Vielleicht sollten wir in Zukunft unsere Nazis lieber Nasos nennen. Denn es waren ja Nationalsozialisten. Unfassbar. Unfassbar. Das ist auch nicht mit einem Rücktritt gelöst, sondern, ich sag's mal wieder, Tribunale. Wir brauchen Tribunale. Wenn man uns was verbieten will, dann wird's meistens doch erst richtig interessant. Ja, aber angeblich distanziert er sich jetzt von seinen Verschwörungstheorien. Doch der ein oder andere zweifelt daran, dass Xavier Naidoo das ernst meint. Er hat sich in seinem Video ja auch nur teilweise und nur bei manchen entschuldigt. Außerdem geht er gar nicht richtig ins Detail. Im Übrigen, ich weiß auch gar nicht, ob man sich in einem 3-Minuten-Video für 2 Jahre Schwurbelkram einfach so entschuldigen kann. 2 Jahre, in denen man sowas oder ähnliches dauernd behauptet hat. Es ist heute der 20. September, ein sogenannter Friday for Future, FFF, dreimal F. F ist am 6. Platz im Alphabet, A, B, C, D, E, F. Und dreimal F, in dem Fall 666, da weiß man auch wieder, wer dahinter steckt. Ja. In der Verschwörungsszene hat man das Ganze aber überhaupt nicht gut aufgenommen. Xavier Naidoo ist jetzt komplett auf der Seite der BRD und ich empfinde das als nicht nur bemitleidenswert, dass jemand sich so rasieren lässt, sondern ich empfinde das auch als ekelerregend und als Durchstoß. Sagt Attila Hildmann. Auf den ganzen Montagsspaziergängen scheint Naidoo aber eine besonders große Rolle zu spielen. Und es dauert nicht lange, da höre ich schon den Soundtrack der Bewegung. Klar ist aber nicht, ob das Ganze ernst gemeint war. Sowieso ein komischer Zufall, dass gerade jetzt eine neue Platte von Xavier Naidoo rauskommt. Naja, ob das Ganze ernst gemeint war, wird wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen rauskommen, denn Naidoo hat sich außer in seinem eher oberflächlichen Video gar nicht mehr geäußert. Und auch sein Management nimmt nicht konkret Stellung zu dem Thema.